Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Workout. Wir machen einmal mehr ein Workout miteinander, das ihr auch in der Schwangerschaft machen könnt. Ich würde sagen, es geht etwa 10-15 Minuten, also gar nicht allzu lang. Wir wollen einfach so ein bisschen in Bewegung kommen. Und ihr seht, ich bin momentan gerade in der 31. Woche schwanger. Das heisst, egal ob ihr im ersten, zweiten oder dritten Trimester seid, ihr dürft noch so gerne mitmachen, weil es ist ja safe für das letzte Trimester und darum können wir natürlich immer mitmachen. Und auch wenn wir Anfänger sind zum Beispiel und gar nicht schwanger, dann macht doch auch mit, weil auch für euch ist es sicher ein gutes Training. Also, wir fangen gerade zuerst an mit einem Warm-up. Und zwar kommen wir immer von der Matte, von links nach rechts. Und wir kommen immer mit den Armen über Kreuz, hoch und tief. Jetzt, was wir heute machen, ich kann gerade starten mit mir. Ich tue nebenbei schon noch ein bisschen zählen. Wir tun immer auf 15 Wiederholungen eine Übung machen. Und schauen, dass wir den ganzen Körper ein bisschen brauchen können. Wir machen 10 pro Seite, noch eine letzte. Und genau das gleiche auf die andere Seite. Wir nehmen die Arme zusammen. Und auf die andere Seite durch. Genau. 2. Genau. Und machen einfach das, was für euch stimmt. Also, wir müssen auch überhaupt nicht etwas machen, was sich nicht gut anfühlt. Einfach auf euren Körper hören. He? Probieren weit rüberzukommen. 9 und 10. Gut. Dann kommen wir für die nächste Übung mit einem Fuß am Boden. Wir kommen in die Ausfallschritt. Wir machen einen hinten raus und dann einen vorne raus. Gut. Wir starten gerade 15 Wiederholungen. Eine, genau. Wir probieren ohne Zwischenschritt. Führen und zurück. 4. Genau. Probieren grosse Schritte machen. Genau. 10. Vierzehn und 15. Wir nehmen den anderen Fuß am Boden. Genau das gleiche nochmal. Machen gar nicht lange Pause. Die 10-15 Minuten sollen knackig sein. Genau. 4. 6. 8. Probieren gut zu schnaufen. 12. Und letzte. Gut. Wir können für die nächste stehen. Gerade Rücken. Füllen hier raus. Wir schaffen aus dem oberen Rücken. Schulterblätter. Wir kommen mit den Armen auseinander. Drücken die Schulterblätter richtig zusammen. Und kommen wieder tief. Gut. 15 Mal. Und los. Genau. Also wieder den Stift einklemmen und probiert wirklich gerade zu bleiben. Untere Bauch anspannen. Genau. Hier immer die Spannung schnell heben. 8 haben wir. Und sobald ihr merkt, dass ihr mit dem Rücken das nicht mehr schön heben könnt, lieber schnell aufstehen und dann neu positionieren oder ein bisschen mehr knien. Und wir probieren den Oberkörper tief zu lassen. 12. Und die letzte. Wir kommen für die nächste am Boden runter. Linker auf die eine Seite, ist total egal auf welche.
Wir kommen zuerst mit dem Bein aus, Zehen strecken, tief. Wieder anziehen und strecken. Wir starten gerade. Das obere Bein, das untere Bein haben wir angewinkelt. Genau. Zwei. Probieren hoch hochkommen. Der Oberkörper ist ganz ruhig. Genau. Fünf haben wir. Können wir die Zehen strecken, wenn ihr runterkommt. Ihr könnt den Kopf übrigens auch ablegen, wenn es euch angenehmer ist. Genau, gut, konzentrieren. Neun. Elf. Ganz hoch, genau. 13, 14 und die letzte. Wir bleiben jetzt in der Luft oben und dann 15 Mal pulsieren. Zehen wegstrecken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hier oben bleiben 15, Kreis nach vorne. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und hinten raus. 1, hier oben bleiben. 2, 4, 5, 6, Oberkörper ist ganz ruhig. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gut. Andere Seite. Schaut gerade, wenn ihr schwanger seid, dass ihr über die Seite anliegt, dass ihr die gerade Bauchmuskulatur nicht braucht. Und wir starten wieder zuerst die Zehen anziehen und tief strecken. Gut schnaufen, ganz wichtig. Drei. Dann auch etwas trinken. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Video pausieren. Wir müssen nicht alles an einem Stück machen. Sechs haben wir. Gespüren solltet ihr das übrigens hier so ein bisschen seitlich über das Gesäß. Neun. Zehen weg, genau. Zehn. Zwölf. 13, 14 und die letzte. Ihr wisst, was folgt mit dem 15 Mal pulsieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kreisen. 1, 2, 3, probieren hoch. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Hinterski, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bleiben ruhig, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sehr gut, Pause. Wir kommen für die nächste wieder zu der Erden. Ich darf gerne sitzen für dich. Jetzt merkt ihr hier auf der Seite hoffentlich, dass es ein bisschen warm und ein bisschen krampfig geworden ist. Wir kommen für die nächste zum oberen Rücken einmal mehr. Wir ziehen die Ellbogen ganz nah zum Rippenbogen runter und lösen wieder. Als würden wir das Gewicht hier durchabziehen. Machen wir mit mir. Genau. Und es geht vor allem um diesen Teil hier unten anziehen, heben. Und wieder lösen. Genau. Tief. Lösen. Gut schnaufen. Genau. Ihr werdet merken, wenn wir kein Gewicht haben, es ist genug streng. Da bin ich mir ganz sicher. 7.
probieren euch selber da ein bisschen zu challengen. Genau, man kann auch einfach so machen, aber das ist nicht das Ziel. 12. 13. 14 und die letzte. Genau, sehr gut. Also, wir kommen wieder stehen. Für die nächsten kommen wir in Squat. Und wir tun jedes Mal, wenn wir da oben sind, ein Fersen anheben. Also das heisst, tief, hoch, ein Fersen nur, tief, hoch, andere Fersen, okay? Und wir starten gerade. Tief sitzen, gerade rücken. 1. 2, 3. Ich sehe hier einmal die Knie ein bisschen nach außen und somit auch die Zehen. Ich kann so etwas tiefer sitzen. 7, spezielle Übung, und zwar machen wir Schwangerschafts-approved Liegestütze. Etwas, was ich euch sonst nie so empfehlen würde. Aber für die Schwangerschaft sind es optimal. Und zwar, wenn wir das Gesäß hören, wir wollen ja die Grabmuskulatur nicht tangieren, und darum kommen wir hier hoch und tief, ohne dass die Hüfte mitkommt. Okay, es ist überhaupt kein Weltuntergang, wenn wir normale machen. Aber so können wir es noch schonender ausführen. Wenn wir sie doch gut heben können, dann können wir auch gerne in normale kommen. Wir müssen wirklich gewährleisten, dass der untere Bauch unter Spannung ist. Okay? Also, wir können die 15 Wiederholungen. Ich darf das Gesäß höher machen. Ellbogen gehen gerade hinaus. Und auch hier, du kannst spannen. 4. 6. 8. 10. 12. Letzte Paar, 14 und 15. Gut, wir liegen wieder über die Zeiten ab. Und ich muss ja noch hoch, wir kommen in die Glute Bridge. Wir kommen auf den Rücken liegend, wir kommen auf die Zehenspitze und von da aus Hüfte hoch drücken und wieder. Okay? Und los. Eine. Gut ausschnaufen, wenn ihr hochkommt, und die Hüfte richtig gut pressen. Genau. Schaut, dass ihr den Rücken nicht ins hohle Knie zieht, pressen. Es sind noch 4 mit den Vorliegen. 2 Jährige noch einbeinig und wir tun pulsieren. Das heisst, wir können nicht ganz tief. Wir drücken uns hoch und gehen 1, 2 und so weiter. Okay? Beide Seiten noch 15 Mal, dann haben wir es geschafft. Also, wir starten jetzt. 1, 2, hoch, hoch, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hoch pressen, 12, 13, 14, 15. Gut! Das solltet ihr hinten bei den Hamstrings spüren. Es ist eine super Übung, um die hinteren Oberschenkel wie ein Gesäß zu straffen.
Gut. Wir gehen zu der anderen Seite. Noch 15. Dann sind wir durch. Und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sehr gut! Puh, also ich habe schon ein bisschen warm bekommen. Ich weiss ja nicht, wie es euch geht. Für alle, wo das noch zu wenig war, mache ich gerne eine zweite Runde, also feel free. Und auch sonst, wenn ihr eine Runde gemacht habt, ist das super. Es geht ja mehr darum, unseren Körper einfach ein bisschen bewegen, ein bisschen Durchblutung anregen, uns ein bisschen besser fühlen. Und darum, vielen herzlichen Dank, habt ihr mitgemacht. Wenn ihr irgendwelche Mütter natürlich auch im Umkreis habt, dann empfehle ich auch gerne das Video. Weil ich kann euch gewährleisten, dass ihr das mit Sicherheit machen dürft. Und ich erinnere euch einfach einmal mehr daran, erinnern, wenn es um die Rückbildung geht. Wir haben alles online abgefilmt. Ihr könnt den Kurs bei uns im Onlineshop kaufen, www.goldenbody.ch. Und auch da, egal wo ihr das macht, aber macht eine Rückbildung. Also, alles Gute und bis zum nächsten Video. Tschüss!